Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir helfen, helfen! Vive, du hörst dich heute aber anders an. Vive, wo ist deine... Nachdem ihr in den letzten Folgen so sehr dafür... Es reicht. Nachdem ihr in den letzten Folgen so sehr darum gebettelt habt, Vive ist endlich nicht mehr Teil des Formats. Ebenso auch Mo nicht. Ja gut, Vive ist im... Nein, die sind im Urlaub und Mo ist... Keine Ahnung, Alter. Mo ist, glaube ich, im Bett. Ich weiß es nicht. Es ist 22 Uhr. Ich will schlafen. Stein, du bist ein Life-Coach und wirst uns heute bei Wir helfen, 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 Leuten zu helfen. Verstehst du? Ich bin du ersetzt, oder was? Nein, 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 nein. Du bist ein... Du bist... Oh Mann, Alter. Komm doch zurück. Ach, Digga, das ist einfach nur noch anstrengend. Leute, falls ihr noch nicht wisst, was Wir helfen, helfen ist, wir helfen hier euch. Ihr schreibt uns Kommentare mit Hashtag Wir helfen, helfen und wir möchten euren Problemen dann helfen, indem wir diese beantworten. Und schreibt unbedingt viele Kommentare und lange... Ja, lange Kommentare. Nein, och Mann. Och nein, Alter. Beginnen wir mit dem ersten Kommentar. Hier schreibt Fegalund. Mein Schreibtischstuhl kippelt, weil mein Bein zu kurz ist. Hab mein Hamster drunter geklemmt. Vorteile, der Stuhl kippt nicht mehr. Nachteil, seitdem er nicht mehr kippelt, habe ich ein seltsam hohes Fiepen im Ohr. Als ich den Stuhl verschoben habe, hat es laut geknackt, der Stuhl wackelt wieder und jetzt rutscht er auch. Was soll ich tun? Ja, Alphastein, was würdest du denn dazu sagen, dass Fegalund sein... Stein, hast du vielleicht irgendeinen sinnvollen Hinweis dafür? Ich kann ja kurz mal einwerfen, damit Alphastein warm wird. Ich würde mir einfach einen neuen Hamster kaufen, den ich mir da drunter stecken kann. Oder du holst dir einfach ganz viele Hamster und tust die überall auf den Stuhl verteilen. Da kannst du... Was passiert hier? Lass ihn mal ganz kurz reden. Helfen. Ja, tun wir. Der Mann hat seinen Hamster und Stuhl geklemmt und der Hamster ist jetzt tot. Sein Stuhl rutscht und wackelt jetzt wieder. Was machen wir? Verklagen. Wen? Stein, wir möchten dem Mann helfen. Wir können ihn nicht verklagen, das hilft ihm nicht. Doch. Ja, dann würde ich versuchen, einfach mal zu antworten. Ich würde sagen, lieber Fegalund, geh doch... Okay, ich darf gar nicht mehr, okay, Leute? Manuel, jetzt, dann red du weiter, mein Gott. Er ist ein Mörder, wo ist das Problem? Nein, Stein ist kein Mörder. Wir haben hier wirklich keinerlei Vorurteile und nehmen jeden Menschen so, wie es ist. Manuel, was würdest du noch sagen? Neuen Hamster kaufen? Nee, ich würde auch ganz viele Hamster kaufen, damit überall auf dem Stuhl verteilt so als... Kissen ein Hamsterkissen ist. Oh, und dann ist dieses Fiepen standardmäßig. Aha. Immer. Ich habe einen ganz anderen Lösungsansatz, Manuel. Pass mal auf. Oh, ich würde hingehen. Und wenn du schon wirklich Hamster sind das Beste, wenn ein Schreibtischstuhl wackelt, ist es wirklich das Beste A und O, einen Hamster zu holen. Stein? Hör bitte auf damit, okay? Vielleicht funktioniert aber auch ein Meerschweinchen und dann würde ich einen Medizinerlehrgang machen und direkt mal 6-7 Semester Chirurgie studieren. Dann dem Meerschweinchen operativ die Stimmbänder... Stein, halt die Fresse. Dem Meerschweinchen operativ die Stimmbänder entfernen und dann das Meerschweinchen drunter klemmen. Erstmal, das Meerschweinchen ist deutlich fetter als der Hamster. Zweitens, das Meerschweinchen fiepst nicht mehr. Und drittens, Alphastein, was ist dein Hinweis zu dem Ganzen? Bitte? Was? Okay. Manuel, dann trag doch dein Problem einfach vor. Hallo Dr. Manulsen, ich habe ein so massives Problem, dass Sie bitte umgehend mit Ihrem Experten besprechen sollten. Mhm. Ich würde Sie nur dazu bitten, es nicht vor Ihrer Krankenschwester zu dem allwissenden Experten Mo bringen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass er auf dem Weg zu Ihrem Experten hinfallen würde. Nun, da das geklärt ist, würde ich Ihnen, Herr Dr. Manulsen und Herr Professor... Sei mal bitte leise, Mann! Herr Professor, ihr würdet gerne mein Problem schildern. Jedes Mal, wenn Ihre Krankenschwester beginnt zu lachen, muss ich blähen. Das Gas, was meinem Körper produziert, möchte auf dem schnellsten Weg aus meinem Körper. Mir tut schon mein ganzer Hals vom Rülpsen weh. Ganz zu schweigen von meinem Arschbacken, die schon gar nicht mehr aufhören wollen zu flattern. Es wäre toll, wenn Sie irgendeine Lösung für dieses Problem haben und hoffentlich auch helfen können. Ja, Vive ist nicht mehr Teil dieser Show. Ich glaube, das haben wir auch geklärt. Sonst hätte ich natürlich gesagt, ramm dir einfach in beide Ohren Schraubenzieher. Das passt auch ganz gut. Es muss auf jeden Fall ein 6-Inch Kreuzschraubenzieher sein, denn der Schlitzschraubenzieher durchstößt das Trommelfell nicht ganz so gut. Alphastein, hast du noch irgendwas dazu? Es kommt halt drauf an, wie man lebt. Lebenseinstellung ist, muss positiv sein. Genau. Ja, da brauchst du ein gutes Handy. Er braucht ein gutes Handy. Ich würde auch noch sagen, ja? Damit wir den Leuten helfen können, verzerren wir jetzt einfach immer das Lachen von der Vive und die Stimme, oh, damit Gott. Die Leute einfach nicht mehr... Junge, das ist schon ohne Verzerrung anstrengend genug. Oder wir blenden einfach anderes Lachen ein. Mhm. Oder, keine Ahnung, so rhythmische Delfin- und Walgesänge oder sowas. Okay, können wir machen. Nächste Folge probieren wir das mal aus, oder? Deltastein hat geschrieben. Alphastein, das geht an dich. Deltastein, Hashtag... Ich gebe gerade auf. Für mich. Hashtag, wir helfen, helfen. Ich war mal wieder in YouTube unterwegs auf Babys Knall. War ich auch. Und dann hat sie mich angeschrieben und gesagt, das Kind ist von mir. Was soll ich ihr sagen? Okay, das Kind ist also nicht von Julienko, Deltastein. Wenn Bibi dich tatsächlich angeschrieben hat, Alphastein, du scheinst ja mit Deltastein eventuell direkt verwandt zu sein. Was würdest du... Gut, super. Was würdest du... Welches gerade? Blut liegt in der Familie. Das Blut liegt in der Familie. Tolles Sprichwort. Das ist der Grad. Deltastein scheint der Vater von Bibis Kind zu sein. Was sagst du dazu? Ja. Wie können wir ihm helfen? Ja. Ah, okay, ja.
Und noch weiter? Deltastein, wenn ich jetzt mal ganz kurz gut... Dein Cousin scheint nicht der Held zu sein, das funktioniert nicht so gut. Ich würde mal sagen, lieber Deltastein, da du es geschafft hast, deinen Samen in Bibis Plazenta zu projizieren, scheinbar schon... Ich spritz. Ja, ist ja auch egal. Bist du wirklich einer der Lucky Winner? Denn du musst mal überlegen, Baby hat eine Menge Kohle. Du kriegst Alimente, wenn du glücklich bist. Boah, und vor allen Bruder. Dingen, Digga, du musst mal überlegen, du kannst jetzt Julienko vom Thron drücken und dir selber einen riesigen Kanal aufbauen, Alter. Denk mal drüber nach. Gut, du musst natürlich erstmal an Julian vorbei. Das könnte gefährlich sein. Ich würde dir... Was denn? Du gibst Jugend ab und dann gibst du das Kind für dich. Dann machst du Kanal auf, der hat Bibi kein Hype. Fuck, Alter. Ja. Auch eine gute Idee. Man nimmt das Jugendamt und nimmt sich einfach das Kind. Ich hätte jetzt einfach empfohlen. Dann gehört es Bibi und Bibi dir, ganz genau. Deltastein. Das gehört Bibi dann nicht mehr. Ich hab's verstanden. Ich würde ihm trotzdem noch uns. Warum uns? Warum uns? Was hast du damit zu tun? Das ist sein Cousin. Ach ja, stimmt. Ich würde dir sonst noch empfehlen, eine Mixed Martial Arts Ausbildung zu machen, falls Julienko dir aufs Maul hauen will. Kann ich nur empfehlen. Aber sonst, Digga, Lucky Punch, all in one, Alter. Du hast das Leben gewonnen. Manuel, was sagst du dazu? Ich möchte einfach nur meine Glückwünsche aussprechen, weil der Typ hat einfach für sein Leben jetzt ausgesorgt. Der hat einen Jackpot. Die Gelder fließen, Junge. Der hat einen Jackpot. Der hat einen Jackpot, Alter. Wir helfen. Ich habe Alphasteins Video angeschaut. Das ist jetzt ein Zufall wirklich, dass es um Alphastein wieder dreht. Und der hat mir die ganze Zeit damit die Cusita gesagt. Danach bin ich auf Google Übersetzer und habe es übersetzt. Da stand, gib mir dein kleines Ding. Das Problem ist, dass ich ein sehr großes Ding habe, wie Revi. Hoffe, ihr helft mir. Ja, ich leide unter dem gleichen Problem und habe irgendwann mal tatsächlich Folgendes gemacht. Bitte? Was hast du ein großes? Ding. Was ist ein großes Ding. Was? Ich glaube, es geht um das Genital. Pickel. Genau, um den Pickel zwischen den Beinen. Ich würde dir nur eins empfehlen. Geh hin, such dir einen Bindfaden und dann gehst du zunächst einen Rasthof, ja? Da stehen immer eine Menge LKW-Fahrer und wenn du Glück hast, reißt du die Hälfte davon ab, dann hast du ein mittelgroßes Ding und das Problem ist gelöst. Oh, aber er soll doch auf ein kleines Ding rauskommen. Ach so. Dann musst du den Durchlauf zweimal machen mit mehreren LKWs. Gut, es kann auch sein, dass du zu Tode geschleift wirst von dem LKW, je nachdem, wie gut das da unten hält. Können wir dich nicht als Coach mitnehmen für den jungen Herrn und du hilfst ihm ein bisschen? Weil ich glaube, du hast Erfahrung damit schon mal, dass die ein oder andere Penisverkürzung durchgeführt worden ist, weil ich habe ja von dir gehört, du wurdest immer bewusstlos bei Erektionen. Deswegen musstest du dich dem ja auch unterziehen. Nicht nur bewusstlos, tatsächlich hatte ich das Problem, dass meine Beine tatsächlich kurzzeitig kein Blut hatten und ich eine Zeit lang nicht laufen konnte. Ach, aber das hat sich jetzt alles geklärt. Ich habe jetzt einfach 12 Liter Blut im Körper statt 6 und das passt. Also jetzt ist super. Manuel, wir haben übrigens vergessen, tatsächlich unsere Programme anzusprechen für 40 Euro, unsere Teamspeak-Session. Die kommen natürlich nächste Woche, ganz klar, Leute. Ne? Alphastein, ich habe jetzt hier noch eine Frage an dich und zwar, schreibt hier jemand, Hilfe, ich habe ein Problem, mein einiges Tinder-Date ist nicht erschienen und der am Ort vorzufindende 42-jährige Detlef will mir nicht sagen, wo sie ist. Stein, was sagst du dazu? Also, Polizei? Das ist tatsächlich gar keine so dumme Idee in dem Falle. Ich weiß nicht, kann man die Polizei rufen, wenn Detlef sich als Frau ausgegeben hat? Du bist doch unser Rechtsexperte, Manuel. Was, sag mal bitte. Ja, also ich würde eigentlich direkt SEK rufen, der wird abgeballert. Warnschuss in den Kopf, würdest du sagen? Ja, Warnschuss in den Kopf. Direkt, der Typ vom SEK kommt, es kommt nämlich nur einer, weil der hat die Ausbildung gemacht für Tinder-Faker. Aha, oder aha. Für die Catfish. Ja, ja. Der kommt, sagt, das ist eine Warnung und dann ist schon die Kugel im Kopf. Easy. Und Problem gelöst. Und das Gute ist, der gute Joachim vom SEK bringt dir dann ein adäquates Tinder-Date mit. Alter, dann ist das ist ja genial. Sogar super also einfach gelöst. Die Polizei anrufen, oder? Einfach die Polizei anrufen. Super. Nach Joachim fragen. Stein, möchtest du noch was dazu sagen? Ich heiße nicht Joachim. Ja, du arbeitest ja auch nicht bei der Polizei. Nee. Ja, gut. Manuel, hast du vielleicht noch ein Problem für uns? Ja. Hallo, mein Problem ist ein merkwürdiges. Und zwar, meine Katze vibriert die ganze Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den Vibrator von meiner Mutter verschluckt hat oder einfach unerklärlichen Schluck auf hat. Was kann ich tun? Benötige Hilfe. Also, ich kann immer nur empfehlen, wenn etwas nicht stimmt mit dem Tier, aufschneiden und reingucken, ne? Das ist auf jeden Fall, sage ich mal, die erste Devise, die man auf jeden Fall anwenden sollte. Kann ich glaube, da gibt es auch so How-to-Basic-Videos, ne? Auch wenn mit dem eigenen Kind was nicht stimmt. Einfach mal aufschneiden, im Gehirn ein bisschen rumbohren, gucken, was ist da falsch, wenn man irgendwo einen schwarzen Punkt sieht, mit dem Löffel rausholen. Ganz einfach. Bei einer vibrierenden Katze allerdings gestaltet sich das Ganze nochmal ein bisschen anders. Denn Katzen, das wissen viele Leute nicht, sind von Natur auf Vibrationstiere. Jetzt hat sich tatsächlich in der Ahnenlinie bei gewissen Katzen genau dieser Instinkt des Vibrierens durchgesetzt. Und es kann sein, dass vereinzelt diese Katzen noch als Vibrationskatzen auftreten. Was du jetzt nicht weißt, mein Freund, du hast da ein Tier sitzen, das mehrere hunderte Millionen Dollar wert ist. Ja, die letzte Vibrationskatze wurde 1925 in einem transsilvanischen Zirkus vom Zirkusdirektor vor Augen des Publikums erschossen, weil er den Druck nicht mehr handeln konnte, mit dieser Katze umzugehen. Du gehst jetzt am besten direkt zum allerletzten Zirkus in deiner Nähe, gibst die Katze da ab, kassierst deine 100 Millionen und fliegst direkt mit dem Flugzeug auf die Malediven. Ey, was haben wir denn heute für eine Folge? Also, die haben alle Glück,
die Leute hier, Alter, ne? Alter, so viele reiche Leute. Der eine kriegt ein nices Tinder-Date, der andere ist der Vater von Bibis Baby. Ja, ja. Ey, so gehört es sich. Der hier hat einfach eine Vibrationskatze. Es ist genial, es ist genial. Alphastein, möchtest du noch was zu der Vibrationskatze sagen? Hat sehr oft auch, Danke für dieses wunderbare Schlussplädoyer, Ganz genau, du sagst, Stein. Schaut auf jeden Fall im Internet vorbei. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei Alphastein und bei Manuel vorbei. Auf jeden Fall nicht bei Evive und Mo, weil die haben uns heute einfach hemmen lassen, die zwei. Schreibt uns wieder gerne Kommentare mit Hashtag wirhelfenhelfen. Solche Batzen an Kommentaren möchtet ihr sehen, Leute. Wir helfen bei jedem Problem. Euer kompetentes Team von wirhelfenhelfen ist immer für euch da. Checkt auf jeden Fall in den Link in der Beschreibung aus. Da gibt es eine wunderbare Folge von Manuel, mir und Alphastein zu sehen, Leute. Yeah. Es lohnt sich. Abonniert auf jeden Fall Manuel zu Tode, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Macht das gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.